Alter Falter, okay, die Bastille. Haben wir geschafft. Sehr, sehr verwirrend, das Ganze. Okay, Novize, bringen wir das zu Ende. Du hast es fast geschafft. Jump the Mars. Okay. Viel hat sich verändert seit deiner Abreise aus Paris. Viel, was korrigiert werden muss. Und wir sind Jamal keinen Schritt näher. Ganz so ist es auch nicht. Ich habe einen Namen. Und? Robespierre. Mhm. Alles klärchen. Jetzt haben wir... So, da ist die nächste Mission. Das höchste Wesen, Robespierre, ist die letzte Verbindung zu Germain. Diskreditiert ihn und macht ihn angreifbar, um so den Großmeister aus seinem Versteck zu locken. Das ist der Plan. Wir haben aber noch Punkte. 5 Stück hätten wir nochmal im Angebot. Meister der Stangenwaffen, der schweren Waffen. Gnadenstoß. Ein tödlicher Schlag gegen einen hilflosen Gegner. Zum Ausführen X halten, wenn der Gegner am Boden liegt. Okay, das kostet aber 8 Punkte, die wir nicht haben gerade. Ich könnte natürlich die ganze Zeit das suchen und so weiter. Verbesserte Phantomklingen wäre bestimmt auch geil. Schleichen. Gemeinschaftssinn. Da ich eh kein Multiplayer spiele, ist mir das relativ schnurz. Egal. Ja, alles so viel... so teuer. Das ist unsere aktuelle Waffe. Florett. Im Besitz des Rapier. Schadengeschwindigkeit. Nimmt sich nicht was, ne? Da hätte ich schon ganz gerne... Was ist das denn? Schiavona. Oh, das kostet 200.000. Können es aber für 1.000 whatever hacken, die wir nicht haben. Das ist schlecht. Ich hätte gerne eine stärkere Waffe. So ist es nicht. Lang. Die ist echt mistig. Leichte Hellebard. Schwer. Bastardschwert. Henkersbeil. Schaden, Parieren, Geschwindigkeit und Reichweite schlecht. Macht aber ordentlich. Ja. Gewehre. Natürlich eine üble Reichweite, ist klar. Was ist das denn? Die kostet alles so viel Kohle, ne? Das haben wir alles nicht. 25.000 whatever. Bündelrevolver, Schaden. Ne. Guillotinenflinten, da haben wir noch gar nichts. Ausstattung. Kopf. Das ist unser aktueller. Legendärer Phantomumhang. Sehr geil. Legendärer Musketierumhang. Ja, da müsste ich wirklich eine Menge Zeugs für holen, damit wir das nutzen können. Finde ich ein bisschen doof. Verbesserter Lungenmantel, Phantommantel. Kostet alles so viel Kohle gerade. Haben wir uns da nicht was freigeschaltet? Legendärer. Ja, aber es ist alles so teuer. Können wir uns alles nicht leisten. Das ist schade. Aktive Fähigkeit. Auffüllpunkt. Fever Boost. Was ist denn das? Nahkampfboost. Premium Nahkampfboost. Erhöht 5 Minuten deutlich den angerichteten Schaden. Aha. Okay. Ja, diese Booster mag ich nicht. Gut, egal. Dann legen wir weiter. Gehen wir mal. Ja, unverbrauchbare Sinnpunkte, bla bla bla. Diesen Multiplayer-Mist und so weiter, den brauchen wir nicht. Hey, direkt ist die Bastel geschoben. Was? Du kommst sofort her! Lieb! Hilf mir jemand! Ja, oh, sehr schwierige... sehr schwierige Mission, das höchste Wesen. Eieieiei. Okay, wir probieren es trotzdem. 5er. Wenn wir nur töten müssen, geht's ja.
wenn. Bin gespannt. Was soll das? Robespierre. Er hat diesen Tag zum Feiertag des höchsten Wesens erklärt. Ein Tribut an die Tugend der Nation und die ihr zu erweisende Bürgerpflicht. Warum klingt das so vertraut? Wenn es um die Templerdoktrin geht, ist sie sehr frei interpretiert. Okay, folgen wir jetzt mal. Nah genug an ihn herankommen. Ziehen wir uns zurück und warten auf einen besseren Moment. Du denkst noch wie ein Assassine. Diesmal habe ich einen Plan. Oh, und wie lautet er? Denke wie ein Templer. Wunderbar. Und ich dachte, wir sollten was denkt er sich? Bin mal gespannt. Meine Güte, die Robespierre! Bravo! Vive la Liberté! Wenn höchstes Wesen nicht Robespierre bedeutet, fresse ich meinen Hut. Lächerlich, diese Zurschaustellung. Na dann, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Einfach reingehen, das wäre ja ein bisschen... Bisschen easy. Sehr interessant. Was nun? Robespierre ist unangreifbar. Die Hälfte seiner Garde ist hier. Wir kommen nicht näher als 10 Schritte an ihn ran. Genau, wie ich sagte. Aber er ist nicht mehr so populär. Die Säuberung, das höchste Wesen. Wenn wir ihn diskreditieren, ist er am Ende. Ein großes öffentliches Spektakel ist der beste Ort. Ganz genau. Zeigen wir ihn als gefährlichen Irren, wird seine Macht schmelzen wie der Schnee im April. Aber wir brauchen überzeugende Beweise. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen. Kommst du? Triff mich danach. Ich habe eigene Dinge zu erledigen. Na gut. Schauen wir mal, was wir machen müssen. Okay, er läuft ganz alleine. Okay, sabotiere Alarmglocken. Alarmglocken sehe ich noch nicht. Haben wir hier irgendwo? Warte mal kurz. Immer, ich drücke die verkehrte Taste. Alarmglocken. Wird uns so nicht angezeigt. Kukat. Artefakt. Okay. Dann gehen wir mal zu einem Zelt. Ja, ich bin da schon weg. Bleib ruhig. Bleib locker. Was willst du denn jetzt? Oh, jetzt kommen jetzt ernsthaft alle drei hier angeschissen, oder was? Na gut. Gucken, wie stark die hier wirklich sind. Und metzeln wir uns halt hier durch. Töte ich euch halt alle. Ey, das Dumme ist, die haben jetzt die Alarmglocken angemacht. Das heißt, wir müssen mal hier weg. Erstmal uns irgendwie in Sicherheit bringen. Verstecken wir uns mal. Und dann machen wir den Rest platt. Ich müsste eigentlich mal aufladen, ne? Phantomklingen und so weiter. Lass mal kurz gucken. Haben wir hier was in der Nähe? Ja, da ist ein Händler. Es wäre vielleicht nochmal sinniger,
zum Händler zu gehen und uns nochmal komplett aufzufüllen. Machen wir auch. Ist ernsthaft über das ganze Gebäude hier klettern oder was? Alter Falter. Ist ja nicht so, dass das mal gerade mal nur so ein Meter hoch ist, ne? Nein. Mehrere Meter. Ach Gott, hier auch. Ich will doch nur zum Händler, mein Gott. Mann, 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 da will man nur mal zum Händler und kriegt gleich so. So, die Alarmglocken müssen wir immer noch untersuchen. Mein Gott. Manchmal ist doch Flucht die beste Methode. Ah, da sind sie, okay. Mache nichts Illegales, sie springen nur auf den Dächern rum. Genau, bonjour. So, hi Kumpel. Ja, wir füllen alles auf. Du hast pleite, aber ist egal. 21.000 haben wir. Da könnten wir noch fast was kaufen. Viel fehlt nicht mehr. Komm, ich versuche... Wow, 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 okay. Wow. Alter, Alter. Okay. Keine gute Idee. Ich glaube, ich muss doch mal auf härtere Waffen wechseln. Eieieiei. Die ein bisschen mehr Schaden anrichten. Na gut, egal. Alles klar. 3, 7. Okay, wir sind zumindest voll. Alles klar. Okay, okay. Dann gehen wir jetzt mal dahin. Schauen uns das mal an hier. Spielen wir das mal aus. Was wir denn haben. 1, 2. Ich gucke gerade, wie wir da rüberkommen. Der direkte Weg. Ich müsste da rankommen. Und da oben hoch. Da stehen auch zwei Typis. Aber warum macht er kein Doppelattentat? Wow. Verstehe nicht, warum der kein Doppelattentat gerade gemacht hat. Okay, jetzt haben wir die zumindest schon mal weg. Alles klar, da stehen zwei. Können aber zumindest aufs Zelt hoch. 1, 2. Ich muss da hoch irgendwie kommen. Da dann ran. Da hoch. Über die Bäume. Muss ich rankommen. Über die Bäume.
Alles klar, wir gehen über die Bäume. Es bietet sich ja an. Hoppa. Ach, was machst du denn? Nein, 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 ich mach nichts. Ich kann es nicht lassen, ne? Ich hab's versucht. Wow, wow. Mein Gott. War so natürlich nicht. Oh. Kommt die Wache? Das war nicht so geplant. Ob hier noch irgendwas rumschleicht? Nein. Wie gesagt, ich will auf die Bäume, damit wir uns daran pirschen können. Ey, eine Fünferwache, alter Falter. Boah, ist das ein Bild. Und von da aus dann runter irgendwie. So, okay, jetzt sind wir erstmal hier ein bisschen im Decken. Da ist das Zelt. Jetzt haben wir mal schauen, wie wir das hier machen. Wie wir das vor allen Dingen gut machen. Wir wollten nämlich zwei Typis. Da sind sie. Kommt Nummer 3. Frage ist, wie kommen wir hin? Da hinten ist die Alarmglocke. Vorne steht einer. Alter, hier ist wirklich viel los. Alter, das. Weg, 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 weg. Wir waren zwar jetzt schon mal ganz gut dabei, aber es war mir noch nicht. War noch nicht safe. Wow, das ist der nächste. Gucken wir mal. Gucken, wo die suchen. Ich kann die entweder. Also, ich sehe die Sache so. Wir werden es wahrscheinlich so handhaben müssen, dass wir die nacheinander ausschalten und immer wieder abhauen. Oder aber wir lenken sie ab und ich renne durch oder irgendwie sowas. Ablenken, gute Idee. Können wir eigentlich mal machen, ne? Wir haben doch da was. Betäubungsbombe. Okay, alles klar. Wir haben auch Betäubungsbomben. Okay, lass mal gucken. Hier was kreucht? Nein. Hm. 1, 2, 3. Die Glocke. Da vorne kommt eine Patt. Problem ist, ich kann keine 2 auf einmal killen. Warum auch immer. Es ging eigentlich ganz, ganz gut. Ey, das geht sogar.
Muss ich jetzt mal austesten. Das war nur kurzfristig. Okay, sind sie einfach verschwunden. Auch gut. Wow. Wow. Warum der Aufstand? Wow, 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 wow. Oh, wirf doch. Ah, Scheibenkleister. Verdammt, Axt war das dabei. Ah, es ist echt übel, ey. Ich weiß noch nicht, wie ich es am besten anstelle. Ah, so eine große Patt. Ja, okay. Okay, jetzt mal langsam. Also da hinten ist das Zelt, ne? Wir sind jetzt hier. Wir könnten natürlich da drauf. Ist echt doof, ey, ganz ehrlich. Ich glaube, ich werde mit Berserkerpfeilen arbeiten müssen. Wovon wir aber nur drei haben. Kick ich da was hin? Oh, lass sie mal ein bisschen Amok laufen, ne? Okay, haben wir. Mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Na, wo? Da. Publiciste de la Révolution Française. Am Tag nach Marats Tod. Mhm. Das hilft uns nicht weiter. Jetzt bin ich ja wenigstens schon mal da. Scheiße. Oh, komm. Immer dieser verdammte Ärger. Oh, komm. Oh, verdammt, da war man schon drin, ne? Scheibenkleister, verdammte Axt. Oh, Mann. Alter, die Mission ist echt übel. Ja, das könnte wieder ein bisschen heftig werden. So, okay, wir wissen, damit funktioniert es. Weg jetzt hier. Geht mir aus dem Weg, ich habe eine Mission zu erfüllen. So, jetzt mal ganz kurz. Was haben wir denn da? Das oder Rauchbombe? Rauchbombe, nehme ich lieber die Rauchbombe. Scheint mir doch ein bisschen sinniger zu sein. Pistole, nein. Wir müssen ablenken. Ganz unauffällig auffällig. Okay.
Hallo? Ich drücke LB und... Was, bist du denn bescheuert? Oh, ey. Okay, langsam wird's frustrierend. Ja, das ist jetzt gerade nicht mehr schön. Es hat eben besser geklappt. Okay, dann machen wir es nochmal. Ja, mal gucken, ob die jetzt weggehen. Ja, okay. Das ist unsere Chance. Mach kaputt. Mal sehen. Belastende Beweise. Belastende Beweise. Komm, komm. Ja, ist gut. Komm, mach doch. Ja, entweder dauert es zu lange, bis was passiert. Und weg, 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 weg. Was zum Teufel ist da los? Okay, 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 jetzt sind sie, wir waren so nah dran, ey, gerade. Das muss irgendein Trick sein. Eins, zwei, drei, Alter, wenn ich die versuche, hier alle zu killen, ey, dann... Ob er sich versteckt? Natürlich verstecken wir uns. Aber die drehen sich alle in meine Richtung, das ist das Problem. Deswegen krieg ich sie nicht. Sind einfach zu viele gerade. Toll. Aber schießen kann er nicht. Oh. Nicht schon wieder. Nur ist weg hier. Oh, Junge. Ey. Oh, ey. Komm schon. Alter, knallt er mir herein, ey. Komm schon. Ich hab keine Bomben mehr. Und ich komm hier nicht weg, ey. Nee, nee, uns nicht, wir... Ah, weg. Boah, alter, alter Falter. Alter, ist diese Mission scheiße, ganz ehrlich. Die ist echt scheiße. Wir müssen erstmal wieder auffüllen. Oh.
Alter, ey, das ist ja echt übel. Nochmal zurück zum, Händler. Und dann probieren wir das Ganze nochmal. Gib mir einen Namen. Okay, das haben wir gemacht. Okay, Geldbeutel voll. So, wie gesagt, dasselbe jetzt nochmal und dann gehen wir dann nochmal ran. Lauter Clipping-Fehler hier gerade. Das ist echt komisch. Fähigkeit, denn Verbrauchsgegenstände, Giftgas, nein. Betäubungsbombe, Rauchbombe. Rauchbombe, Kirschbombe, Geldbeutel, Munition, Medizin ist nicht voll. Und immer schon wieder pleite. Ah. So. Nochmal gehen wir es nochmal an. Vielleicht sollte ich mir auch mal wirklich nochmal eine andere Waffe nehmen. Warte mal kurz. Vielleicht ist da wirklich was Besseres. Ausrüstung. Wir haben 5 Punkte, wir haben 22.000. Ich hätte gerne eine schwere. Bringt es was? Eine schwere oder eine Langwaffe? Reichweite ist natürlich lang. Was kostet die denn? Leichte Helebarde? Nee. Spart. Parieren, Schaden, Geschwindigkeit ist doof. 5.000 Francs, die wir nicht haben. Tausend, die haben wir. Verbessern, leichte Helebarde. Zu einiger Entfernung zu Boden schicken. Die Geschwindigkeit ist allerdings doof. Reichweite super. Oh, hier ist... Oh, dann nehmen wir, glaube ich, wirklich die hier. Die Helebarde. Schwer. Nicht tödlich. Spitzhacke. Was mit der hier? Verbessert. Henkersbeil. Schaden, ja. Reichweite, Geschwindigkeit. Schwertstab, okay. Ja, den Rest haben wir noch nicht. Pistolen, da können wir auch nichts dran ändern. Gewehre, ja, wir probieren es wie gesagt mal damit. Okay, probieren wir es mal damit. Oh, jetzt hängt der hier wieder fest, ey. Vielleicht kommen wir damit ja besser klar. In dem Fall. So, komm. Da hinten ist unser Ziel. Na gut. Okay. Oh, ja.
Der mit dem Schuh. Okay, einer tot. Ungewohnt damit zu kämpfen. Die Revolution ist ein Spiel der Macht, ausgetragen in den Schatten und ausgeführt in Blut. So jung und doch schon so ernst. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Du bist nicht mehr mein Schüler, Assassine. Die Reichen sind faul, während die Armen verhungern. Unser Kampf für die Freiheit hat begonnen. Soweit ist es mit Frankreich nun gekommen. Ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen? Wir müssen uns vereinen.